Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Ich war bei Müller shoppen und ja, auch ein paar Kleinigkeiten von DM sind mitgekommen und ich habe noch zwei Sachen bei Douglas mitgenommen. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt gleich mal in die Tüte rein. Ja, fangen wir mal mit dem Produkt von DM hier an. Und zwar habe ich mir eine NYX Sponge geholt, den Fabulous Finish Blending Sponge. Wie ihr seht, die Schachtel ist gerade leer, weil ich habe den schon verwendet. Und ja, der wird echt groß, wenn man den anfeuchtet. Und der hat hier so eine abgeschrägte Seite, was ich echt cool finde. Und ich habe mir damit heute auch schon das Make-up aufgetragen. Und ja, ich finde es gut. Ich werde es aber noch weiter testen. Also er ist im Vergleich zum Beauty Blender ein bisschen härter, also nicht ganz so weich. Und was mir auch nicht ganz so gut gefällt, ich komme hier in die Ecke vom Auge nicht ganz so gut rein. Aber ich werde es weiter testen. Und bin auf dem ersten Eindruck aber schon sehr positiv gestimmt. Aufgetragen habe ich mir mit dem Sponge die Foundation von NYX, die Can't Stop, Won't Stop Full Coverage Foundation. Ich hatte in meinem Favoritenvideo gesagt, dass ich Full Coverage Foundations eigentlich nicht mag. Ich wollte aber gerne noch mal eine testen, weil die hier wird ja schon oft gelobt und wirklich gefeiert auf Instagram oder auf YouTube auch. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, ich probiere die jetzt mal selber aus und habe die heute jetzt einfach mal aufgetragen. Ich habe den Farbton Alabaster und ich finde, der passt ganz gut zu mir. Genau. Und ja, mal schauen, wie die Foundation sich so macht. Ja, dann habe ich bei DM noch diese Beauty Sponge oder Color Correcting Make-up Eier Set, nennt sich das hier, mitgenommen. Das sind drei Eier. Einmal haben wir hier so ein rosanes. Das hier ist in einer ganz normalen Form. Dann haben wir hier so einen grünen und der ist hier so abgeschrägt und auch die Spitze ist so abgeschnitten. Und dann der lilane hier ist hier oben ganz normal und hier unten einmal abgeschrägt bzw. gerade abgeschnitten. Aber bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt und kann ich mir aber auch gut vorstellen für unter die Augenpartie. Und ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt und freue mich schon aufs Ausprobieren. Ich habe mir noch eine Nagelfeile bei DM mitgenommen und zwar eine Anti-Splitter-Feile. Und zwar, weil die einfach so ein mega süßes Design hat. Ich finde das richtig, richtig schön. Hat mir sehr, sehr gut gefallen und deswegen durfte die Nagelfeile mit. Ja, dann kommen wir auch schon zum Müller-Teil. Und da habe ich mir ganz langweilig zweimal so Handschuhe mitgenommen für den Haushalt einfach wieder, weil meine mittlerweile leider auseinanderfallen. Und als nächstes habe ich mir hier von Catrice einen Anspitzer mitgenommen. Der sieht so aus. Und ja, ich hatte ja vorher einen von Evelyn und der gefällt mir irgendwie nicht. Und ich sehe gerade, er hat hier auf jeden Fall so eine Spitze auch drin, damit man halt diese cremigen Produkte wieder rauskriegt. Und schauen wir mal, wie der aufgeht. Also man kann ihn einmal unten aufmachen, aber da dürfte kein Produkt reinkommen. So. Genau. Und dann kann man den hier einmal so aufklappen und hält auch richtig fest. Nicht so wie bei dem Evelyn, der halt dann einfach so, wenn zu viel drin ist, macht der einfach so plupp, der Deckel ist ab und alles liegt auf dem Tisch. Ist natürlich nicht cool. Genau, deswegen dürfte der Anspitzer mal mit. Ja, bei DM gibt es die Fresh It Up Moisturizer Primer leider nicht. Deswegen musste ich auch, wie ich ja dem noch zu Müller und da habe ich den bekommen, weil meiner ist jetzt leider fast leer. Also da dürften noch ein, zwei Tage drin sein und dann ist Ende Gelände. Ja, weswegen ich auch zu Müller bin, ist wegen einer Essence LE. Und da habe ich mir drei Produkte jetzt mitgenommen. Und zwar habe ich mir einmal hier mitgenommen das Essence Into the Glow Set Glow Fixing Spray. Das sieht so aus. Und es hat ganz, ganz leichte Schimmerpartikel drin, was mir im Geschäft leider nicht aufgefallen ist. Es sah erst ganz normal aus. Ich sprühe das jetzt einfach mal. Also es kommt auf jeden Fall ein ordentlicher Stoß raus und man sollte das auf jeden Fall weit weghalten. Duft, ja, ist ganz in Ordnung. Und wenn ich jetzt so schaue, also die Glitzerpartikel fallen hier auf der Haut, in dem Licht auch, nicht auf. Nee. Also Glitzerpartikel fallen nicht auf, finde ich schon mal gut.
der Pinsel, ich habe leider den aus der Weihnachts-LE nicht mehr bekommen mit den süßen Zuckerstangen, was ich sehr schade fand, weil der hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und ja, ich mag ja die Essence-Pinsel allgemein gerne, also die Qualität von denen ist für den Preis wirklich top, also da kann man nichts sagen. Und ja, deswegen durfte dieser Pinsel hier mit und der läuft unter dem Begriff Blush und Highlighting. Der sieht so aus. Sieht richtig schön aus und kann ich mir auch richtig schön für einen Blush vorstellen, ja. Und hier innen drin sind halt ja, so Konfetti-Teile im Endeffekt. Finde ich sehr, sehr schön und ja, wie gesagt, ich kann mir den für Blush oder für Bronzer sehr, 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 sehr gut vorstellen. Ja, und was natürlich aus dieser LE nicht fehlen durfte, ist natürlich die Palette. Wie die Palette auf Essence TV vorgestellt worden ist, war für mich gleich klar, die will ich haben, die muss ich haben. Ich habe auch schon 2, 3 Reviews dazu gesehen und die waren nicht so begeistert, hat mich aber nicht abgeschreckt. Ich habe sie mir trotzdem geholt. Es ist dieses schöne Stück und ich finde es halt vom Design her alleine schon richtig, richtig schön. Man hat hier ein schönes Wintermotiv drauf und nochmal so eingestanzt, so holographische ja, Elemente. Und ja, hat mir einfach mega gut gefallen. Und wenn man das Ganze aufmacht, sieht das Ganze so aus. Und ja, richtig, richtig schön gemacht, finde ich. Und ja, da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Und ich würde sagen, ich lasse sie noch unangetastet. Und wenn ihr Lust habt, schminke ich dazu ein First Impression. Schreibt mir das auf jeden Fall unten in die Kommentare. Und ja. Also beim Swatchen im Laden haben mich die Farben schon, also muss ich sagen, haben sie mir schon sehr, sehr gut gefallen. Deswegen, also da möchte ich mich einfach mal überraschen lassen, ob mir die Palette gefällt und... Ja, mir fällt momentan alles aus den Händen, es ist aber alles unbeschadet, zum Glück. Und ja, ich lege es jetzt auf die Seite. Ja, zum Schluss war ich noch bei Douglas und habe mir 2 Produkte mitgenommen und ein Goodie bekommen. Das Goodie ist diesmal hier von La Vie est Belle, eine Parfümprobe. Und ich habe mir 2 Zoeva-Pinsel nochmal mitgenommen. Ja, ich habe einmal hier so einen großen, fluffigen Pinsel genommen. Und zwar ist es der 101 Luxe Face Definer. Und ja, und zwar aus dem Grund, ich bin irgendwie auf der Suche nach einem neuen Puderpinsel. Und was mir bei dem neuen Puderpinsel wichtig ist, ist, dass der nach oben hin spitz zuläuft. Also, dass man praktisch sich das Puder schön einklopfen kann und nicht so eine flache Spitze hat praktisch oder eine flache Form hat. Und ja, deswegen habe ich mir den hier ausgesucht und ja, bin auf jeden Fall mal gespannt, ob mich der in der Hinsicht überzeugen kann. Aber Zoeva-Pinsel mag ich ja allgemein gerne. Und dann habe ich mir noch einen mitgenommen, der hat mir einfach so, so gut gefallen. Es ist der 228 Luxe Crease Eyeshadow Brush aus dieser Rose Gold Edition. Und der sieht so aus. Ich finde den einfach vom Design her so schön und der ist mir im Online-Shop noch gar nicht aufgefallen irgendwie. Und ja, deswegen durfte der mit und ja, mit dem kann man halt einfach wirklich schön in der Crease arbeiten. Und ja, Zoeva-Pinsel gehören mit zu meinen absoluten Top-Lieblingspinseln eigentlich. Also von denen habe ich mittlerweile am meisten, muss ich sagen. Und ja, deswegen durften die noch mit. Ja, ihr Lieben, das waren jetzt auch schon die Produkte, die ich mir so mitgenommen habe. Und ja, schreibt mir nochmal unten in die Kommentare, wenn ihr die Produkte kennt und was ihr von denen haltet. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!